Am Spatenstich für das neue Heringwerk in Aiken haben die Behördenvertreter von Aiken, vom Kanton Aargau, Architekten und Unternehmer teilgenommen. Die tiefen Temperaturen waren nicht ideal für einen Spatenstich, aber dafür hat es strahlenden Sonnenschein gehabt. Der Spatenstich ist eigentlich ein ganz kurzer Akt, aber für uns symbolisch ein wichtiger Moment. Früher hat man Spaten, Hacken, Schaufeln zum Ausheben von der Baugrube genutzt. Heute passiert das mit dem Bagger. Und ich glaube, heute haben wir mit dem Baggerführer geredet. Wir werden wahrscheinlich weder das eine noch das andere arbeiten. Als Bauunternehmer haben wir in unserer Geschichte viel Spatenstich miterleben. Ab für unsere Kunden. Heute 2012 und wir haben es letztes Jahr festgestellt, sind wir 100 Jahre in Pratteln. Und Sie können es vielleicht ein bisschen nachfühlen, wenn wir sagen, es ist ein spezieller Moment, wenn wir nach 100 Jahren wieder mal einen eigenen Spatenstich festen können. Mit diesem Spatenstich beenden wir in unserer 133-jährigen Geschichte ein Kapitel und schlagen ein neues auf. Und auch der Roman liest, weiss, dass es hört etwas auf und es fängt etwas Neues an mit einer neuen Spannung. Auf das freuen wir uns. Wir hinterlassen in Pratteln nicht einfach eine Industriebrache, sondern wir haben viel investiert, personelle und finanzielle Ressourcen, um dort etwas den neuen Investoren, das neue Kapitel fängt dann ohne uns an, damit ein neues Wohn- und Bürolandschaft kann entstehen. Die Aktionäre und der Verwaltungsrat der Heringgruppe, der in der vierten Generation ist, und das ist Christoph Hering, der hier vertreten ist, haben beschlossen, die Mittel, die dort daraus entstehen, in Produktionsstandort Schweiz zu reinvestieren. Die Mittel fließen einerseits in Burgdorf, in der Erweiterung des Produktionswerks und auf der anderen Seite in den Neubau, den wir hier haben. Am Schluss des Festakts sind dann die drei Helme und Spaten doch noch zum Einsatz gekommen. Und so kann das obligate Bild von einem Spatenstich trotz dem gefrorenen Boden noch in den Medien erscheinen.